Müsste doch alles okay sein. Uniforms? Ja. Ammunition. Und er nimmt sich wieder Nahrung von dort mit. Nebenbei, was sagt mein Stockpile über Trinken? Drinks. 56 Strawberry Wine, okay. Sehr schön. Du hast gerade nichts zu tun. Warum hast du gerade nichts zu tun? Ah, da liegt der Käse rum. Also ja, Nahrung sieht wohl scheinbar immer gleich aus. Ach, er macht gerade Pause. Okay, lassen wir seine Pause machen. Jo, jetzt vergeht die Zeit wirklich verdammt langsam. Aber wir brauchen die Zeit auch. Weil wir haben einen einzigen Mann, der was tun kann hier. Und ja, ich glaube, es ist ein Mann. Er ist jedenfalls ziemlich bärtig, unser Hermit. Deswegen lassen wir ihn einfach mal schaffen. Gucken wir mal gleich, was die Stocks, nicht die, doch was die Stocks zu unseren Seeds sagen. Von was haben wir noch viele Seeds? Tree Acorn, Rope Weed, Blade Weed. Nehmen wir mal die Prickleberry Seeds. Genau, Prickleberries. Und Prickleberries. Und Prickleberries. Hey, die können wir auch das ganze Jahr über anbauen. Wobei, wir sollten das Zeug nicht im Herbst anbauen. Ich kann mich täuschen. Winter Tea. NEC Autumn. Toll, ich kann sie nicht wegnehmen. Mist. Na gut. Weil angeblich dauert es, obwohl doch, wir müssen sie drin lassen. Weil es dauert 2 Seasons, bis das Zeug gewachsen ist. Und wenn wir den Herbst ausschalten, dann werden die im Sommer wahrscheinlich einfach verschwinden. So war es jedenfalls früher im normalen Mod. Im normalen Vanilla Dwarf Fortress. Dass wenn die Season gesprungen ist und Zeug auf der Farm war, was nicht mehr drauf sein sollte, laut Einstellungen, dann ist das einfach verschwunden. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht mehr passieren wird. So, haben wir gebetet? Nein, noch nicht. Lassen wir es ihnen erstmal die unnötigen Särge aufstellen. Dann sollten wir ihnen das Holz noch einsacken und schlagen lassen. Sawdust, das sollten wir auch mal wieder wegmachen. Ja, wir haben Smoothwooden Logs, die wir... entfernen können. Aber erstmal soll er das restliche Holz... sich ums restliche Holz kümmern, sobald er die Särge aufgestellt hat. Trinken hat er nämlich jetzt genug, haben wir festgestellt. Soll er sich ums Holz kümmern, dann geben wir ihm den Auftrag hier. Und ja, es ist ein gutes Stück wieder gestiegen, nachdem wir hier gewartet haben eine Weile. Ich glaube, wir sollten das wirklich einmal pro Monat machen, nur ihn mit der Natur kommunizieren lassen. Weil ich glaube, je länger wir warten, desto besser steigt das einfach. Wenn wir überbeten, dann sind die Götter einfach genervt von ihm.
Ah, er fängt an, Sachen anzupflanzen. Sehr schön. Was ist das jetzt? Das können wir leider nicht sehen. Warum schmeißt er die Remains hier drauf? Item Types. Skulls, Bones, Shells, Teeth, Horn and Hooves. Hat sich hier irgendwas geändert? Animal Traps. Vor allem, warum sind die ganzen Item Types hier? Ist irgendwas falsch? Skulls, ist klar. Bones. Teeth, Shells, Horn, Hooves. Was? Kanonenwolle? Warlock-Skin. Ork-Skin, Kobold, Menschenhaut. Ach du meine Kacke. Balrog? Hilfe. Okay, lassen wir ihn einfach mal. Jetzt sammelt er weiter Zeug ein. Baut weiter Pflanzen an. Isst was, okay. Das gönnen wir ihm doch. Store-Item im Barrel. Sag bloß, die ganzen Samen sind immer noch hier in unserem Braudinger. Ja. Okay. Also jetzt brauchen wir uns wenigstens schon mal keine Sorgen mehr zu machen, dass er verdurstet. Aber wir sollten endlich mal gucken, dass wir ihm anständiges Essen kochen. Was haben wir denn noch laut Stocks und Plans? Ah, ich kann einfach in die Küche gucken, fällt mir gerade so ein. Küche. Meat and Cheese. Und das war's. Okay, dann sollten wir daraus gucken, dass wir ordentliches Essen kochen. Orders. Refuse. Ignore Vermin. Out. Remains. So. Bitte. Das muss nicht auch noch unbedingt sein. So, da bringt er jetzt den letzten Sarg endlich mal. Das liegt da eigentlich noch rum. Wahrscheinlich alles an seinem Equipment. Quiver, Backpack, Waterskin, Bow, Spear und Buckler. Ja. Also alles. Sehr toll. Ah, er verstaut wieder das Zeug. Gut. Ja, die letzten Särge. Burial, 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 auch wenn es keinen Sinn mehr macht. Okay, die sind alle. Und Burial, so. Was treibt er jetzt gerade? Er plantet immer noch Seeds. Ah, jetzt baut er Erdbeeren an. Sehr schön.
und holt weiteres Zeug aus unserem Karren. Oh, ist er fertig mit dem Holz? Ich sehe nämlich gerade kein Holz mehr rumliegen. Stocks, Logs, wo sind Logs? Twings, Seeds sind angebaut, Weapons, Ammunition, Armor, nee. Logs, genau. Nein, ist alles Smooth Logs. Oh, und ich weiß, die drei Logs sind unser Karren. Jetzt sehe ich das erst. Also jetzt ist mir das gerade erst aufgefallen. Und es sind nur noch Arrows drin. Sehr schön. So, das heißt hier in unserem Hackblock klingt fast schon ein bisschen falsch. Machen wir jetzt mal das, solange wir Loks haben. Das wird er ziemlich schnell machen wahrscheinlich. Wenn er einmal damit anfängt, wird er wahrscheinlich nur eine Pause machen. Aber ja, es ist schön, dass es langsam vorangeht. Ein Sapling Gathering Befehl kann ich nicht geben, nein. Was für Befehle? Remove Designation, Toggle Engravings, Carve Fortifications, Engrave Stone, Smooth Stone, Gather Plants und so weiter. Nee. Das hier müssten übrigens Bienen oder so sein. Oder? Was haben wir hier? Honigbienen. Ah ja. Also ja, wir werden wahrscheinlich voll der Öko-Junkie. Müssen halt immer darauf aufpassen, dass wir immer genug Seeds haben. Also wahrscheinlich gerade hauptsächlich die Erdbeeresser werden wir. Also Fruchtcocktails aus Prickleberries und Erdbeeren. Naja, davon kann man sich auch ernähren. Und ab und zu mal Fisch. Oh, Fisch mit Erdbeersoße. Sehr schön. Ja, und er cuttet jetzt wirklich alle Wurden zu Planks. Also alle Wurden Logs, alle Smooth und zu, macht er zu Planks jetzt. Mhm. Da müssen wir gucken, dass wir das Sawdust-Zeug mal entsorgen. Ja, guckt, wie viele Planks wir schon haben. Ich glaube, das reicht jetzt langsam mal. Canceln wir mal den Auftrag und sagen ihm mal, Clean Sawdust soll er machen. Als nächstes. Dann können wir ihn wieder zum Minern schicken. Und dann wäre wahrscheinlich der nächste Schritt, sobald wir den Karren abgebaut haben und unten die Workshops, die wir noch benötigen, aufgebaut haben, dass wir anfangen, die Mauer hochzuziehen und dann um die Mauer herum zu graben. Wir brauchen übrigens dann noch einen Mechanics Workshop, der uns, damit wir eine Brücke bauen können. Also die Brücke können wir so bauen, eine Holzbrücke aus Loks, das ist klar. Aber um sie dann hochzuziehen, brauchen wir die Loks. Die Mechanics. So, Sawdust ist er fertig. Dann denke ich mal, da er jetzt gerade trinkt, können wir ihm im Labor das Mining wiedergeben. Oh, das ist Miasma. In unserer Vorratskammer. Wegen diesen blöden Vermins.
Hm.